fange jetzt erstmal mit der Vorstellung unseres Unternehmens an, wobei ich das so kurz wie möglich halten möchte. Ich bin ganz ungewohnt, mit diesen Teilen hier zu arbeiten. Ah, das ist schon super. Also erstmal Pearson GmbH, wir hatten gestern Abend schon das Problem. Wir kommen aus Neustadt an der Donau in Bayern. Also zur Orientierung, da gibt es Nürnberg, relativ weit im Osten, und die meisten Bayern glauben auch nicht, dass das wirklich in Bayern liegt. Und dann gibt es München, auf der Hälfte ungefähr Ingolstadt, das kennt man von Audi, rechts im Osten davon Regensburg, und da liegen wir. Und jetzt ein bisschen Geografie-Nachhilfe für Sie, Herr May, da ist Neuburg an der Donau. Okay, also unsere Firma, wir sind in Bayern, wir sind ein 115 Mitarbeiterunternehmen, und jetzt rechnen Sie noch die 15 Azubis weg, also ziemlich klein eigentlich. Nicht ganz so klein wie Ihre Firma da hinten, Ein-Mann-Unternehmen, hatte ich ja gestern Abend gehört. Wir stellen Technik und Textilien her, können Sie sich womöglich auch nicht viel darunter vorstellen. Ich werde Ihnen das gleich zeigen, was das ist, aber erstmal will ich Ihnen zeigen, was wir nicht machen. Weil das machen wahrscheinlich die meisten von Ihnen hier, weil wir haben uns ja ein bisschen eingelesen in das Thema Lean Management. Und was mich immer frustrierte bei Lean Management und auch lange hat zögern lassen, das überhaupt einzuführen bei uns war, da geht es immer um Montage. Da werden irgendwelche Teile irgendwo hingeliefert, in der Autofabrik idealerweise, und kommen 1000 Teile ans Band oder es kommen 1000 Teile bei Festool an, da werden dann Kreissägen oder Bohrer oder sowas draus gemacht. Also im Prinzip hat man massig Teile, so wie diese Lego-Steine hier. Und was passiert? Also das sind Teile von verschiedenen Lieferanten und die kommen jetzt in eine Montagelinie, ne? Und hinein in die Linie, ne? Dreht man das hier auf und dann geht das durch und alle 90 Sekunden kommt dann ein fertiges Auto zum Beispiel raus, ne? Und so sieht das in den meisten Firmen aus. Und ich erwähne noch, hat mein Sohn zusammengebaut. Er legt den Wert drauf, dass ich das heute erwähne. Ne? 11 Jahre alt, Leon. Und also das machen wir nicht. Wir montieren nicht, sondern wir sind ein Unternehmen der Prozessindustrie. Und in der Prozessindustrie, das heißt, was Prozessindustrie, wir stellen Rollenware her. Wir stellen Technik-Textilien her. Und wir haben ganz, ganz wenig Rohstoffe. Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, Automobilindustrie oder so, Montage, ganz viele Rohstoffe. Wir kommen mit sage und schreibe 3 Rohstoffen aus. Können Sie sich das vorstellen? Also, das ist unser wichtigster Rohstoff hier, Garn. Natürlich nicht so kleine Spulen, die sind ein bisschen größer. Und dann, das brauchen wir für die Längsrichtung unserer Bahnen und für die Querrichtung unserer Bahnen. Und der zweite wichtige Rohstoff, das ist Klebstoff, ne, damit das Ganze verklebt werden kann. Und gelegentlich, aber nicht immer, setzen wir auch noch ein Vlies ein. Das Ganze natürlich ein bisschen größeren Dimensionen, aber damit ich das handeln kann, haben wir das nur in dieser Größe mitgemacht. Und das Produkt, was wir herstellen, ja, das sind Gelege. Und ich habe Ihnen mal ein kleines Muster mitgebracht. Das ist ja keine Werbeverkaufsveranstaltung heute. Aber damit Sie eine Vorstellung haben, also so sieht das Material aus, was wir herstellen. Das gibt es in unterschiedlichen feinen Kästchen zum Beispiel. Und ja, das dient zur Verstärkung zum Beispiel von Dachbahnen. Wir hatten ganz heute Morgen von Ihrer Hochschule das Bild, da waren, mein Herz ging auf, lauter Flachdächer, da sind Bitumendachbahnen drauf oder Kunststoffdachbahnen, und damit die vom Wind nicht runtergerissen werden beim Sturm, sind meistens solche Verstärkungen drin. Das stellen wir her, natürlich 3 Rohstoffe, aber es gibt schon an die 100, 200 oder 300 Varianten bei uns. Also es ist nicht total einfach bei uns, ne? Sonst hätten wir auch keinen Lean-Berater oder sowas gebraucht. Die Rollen, die wir herstellen, sind kurz eventuell, 2000 Meter lang zum Beispiel, aber wir haben auch sehr lange Rollen, bis zu 60 Kilometer, stellen Sie sich das vor, Sie nannten neben Gießen, das ist, ich habe nachgeschaut, von hier bis zum Gießener Hauptbahnhof, das sind 60 Kilometer, ein Stück. Sie denken womöglich in Takten, können Sie sich das vorstellen, eine Rolle 60 Kilometer, die dauert 50 Stunden zu produzieren, das ist ein ganz schön langer Takt. Wir haben hier heute von wie viele Sekunden? 10 Sekunden oder so? Also es ist eine Welt, die können wir uns nicht vorstellen. Das ist wie wenn ein Dinosaurier sich ein Insekt vorstellen soll. Ja? Also okay, Taktzeiten sind extrem lang. Produktion relativ einfach. Wir haben 3 Produktionsprozesse maximal. Auf der ersten Maschine stellen wir diese Gelege her, die ich Ihnen gerade zeige. Dann geht es schon zum Kunden. Manchmal machen wir noch ein Vlies dazu, da brauchen wir eine zweite Maschine dazu. Und manchmal gehen ein Teil unserer Produkte leider über die Warenschau, so eine Art Kontrolle. Ja, seit 2006 beschäftigen wir uns mit Lean Management. Wir haben uns damals einen Berater gesucht. Der hat uns auch geholfen, 5S einzuführen. Wir haben uns mit Wertströmen beschäftigt, mit Kaizen. Und es ging natürlich immer wieder um das Reduzieren von Verschwendung. Was haben wir gemacht? Zusammengekommen, zusammengesetzt, Brainstormings gemacht. Und dann haben wir überlegt, was könnte man verschwenden? So ähnlich wie bei diesen Wastebox. Gehen wir mal durch die Firma und gucken mal, was wir verändern können.
Naja, aber ehrlich gesagt, das Ganze war so ein bisschen wie auf diesem Bild hier. Moment, ich muss die Tastatur auf dem nächsten Bild zu sehen. Ich bin ja gestern auch schon gefragt worden, dass dieses Bild da darstellt. Also ein bisschen, das soll ja hier allgemeinbildend sein heute, also ein bisschen historischer Exkurs. Wir sind, wie ich zeigte, in der Nähe von Regensburg und das wissen vielleicht viele von Ihnen nicht. In Regensburg tagte fast 200 Jahre lang der immerwährende Reichstag. Ganz am Anfang des Deutschen Reiches, da waren die Kaiser mal in Worms, in Speyer, in Goslar und sonst wo. Und irgendwann war der Kaiser zu faul, jedes Mal da neue Städte anzufahren. Sagte er, ich fahre jetzt immer nach Regensburg. Und dann hatte man Gesandte in Regensburg. Und diese Gesandten, das waren also die Vertreter der vielen Kleinstaaten Deutschlands. Und die saßen da und haben natürlich über wichtige Gesetze und Regelungen, Zölle und so weiter und sowas diskutiert. Und die saßen dort im sogenannten Alten Reichstag, im Reichstag. Und die saßen an einem mit grünem Tischtuch bespannten Tische. Und jetzt ahnen Sie womöglich, worauf ich hinaus möchte. Denn viele der Entscheidungen, die dort gefällt wurden im Reichstag, die waren sowas von fern von jeglicher Realität der Menschen im Reich, dass wenn das mal wieder besonders abstrus war, dann sagten alle, aha, das haben die am grünen Tisch entschieden. Und genauso, als ob wir uns in guter alter deutscher Tradition befänden, haben wir bei Kirson, bei unseren Lean-Projekten auch immer Entscheidungen am grünen Tisch entschieden. Möglichst weit weg von der Produktion, weit weg vom Kunden. Und so war das halt mit unserem Lean-Management. Die Projekte waren voneinander isoliert. Wir haben nicht alles zu Ende gebracht. Natürlich hatten wir Erfolge. Aber irgendwie, ja, das war nicht so doll. Wir haben, ich meine, ich muss einen Erfolg noch erwähnen, was wir geschafft haben, bevor wir uns mit der Kata beschäftigt haben. Wir sind Textilindustrie und die Textilindustrie ist ein bisschen besonders. Ein Mitarbeiter führt mehrere Maschinen und Maschinen, die sind ein bisschen größer als die, die Sie eben zeigten. Die sind schon mal 30 Meter lang oder so. Ein Mitarbeiter ist für 3 Maschinen zuständig oder 4. In der Weberei ist er manchmal für 50 Webstühle zuständig. Und da können Sie sich vorstellen, wenn jetzt eine Maschine umgerüstet werden muss, kann natürlich dieser eine Mitarbeiter, der kann nicht die Maschine umrüsten. Deshalb gibt es in der Textilindustrie nicht nur bei Kirson, sondern anderswo auch separate Rüstteams. Und wenn Sie sich bedenken, wir haben so durchschnittliche Auftragslaufzeit, die ist 50 Stunden. Vor 7, 8 Jahren betrug unsere durchschnittliche Rüstzeit 13 Stunden. Müssen Sie sich vorstellen, 13 Stunden und dann 50 Stunden produzieren zu können. Aber das war ja noch nicht alles. Die Rüstmannschaft war gut ausgebucht. Da haben wir manchmal 25 Stunden gewartet, bis die Rüstmannschaft überhaupt rüsten konnte. 25 plus 13 sind, ne, was ist das, 38 oder sowas und dann das gegen 50 gerechnet. Wahnsinnige Verhältnisse. Und da haben wir mit Lean Management viel geschafft und wir haben die Rüstzeiten reduzieren können. Wir liegen heute bei 3 Stunden, das ist immer noch weit weg. Wir wollen auch mal zu 10 Minuten mindestens kommen und dann werden wir auch nicht zufrieden sein, dann wollen wir auf 1 Minute kommen. Aber wir haben es auf 3 Stunden geschafft, das war unser größter Erfolg im alten Lean Management. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir seien da am Ende einer Sackgasse angelangt. Wir fragten uns auch immer mehr, haben wir das mit der kontinuierlichen Verbesserung, haben wir das wirklich richtig verstanden? Jeder kümmerte sich so isoliert um seine Aufgaben, es gab viel Zeit, es gab sogar Lob, aber irgendwie, es war so eine schleichende Unzufriedenheit. Im Prinzip war es so, es gab 3 Dinge, die uns störten. Die Verbesserungen waren immer nur Insellösungen, wir arbeiteten am grünen Tisch und die Verbesserungsarbeit war zusätzliche Arbeitszeit. Das können Sie mal 2 Monate machen, 3 Monate machen, aber irgendwann fangen Ihre Leute, und das sind ja alle in allen Hierarchieebenen, die fangen an zu murren. Und dann kam die Wirtschaftskrise und 10%, da sind Sie gut mit weggekommen. Bei uns waren es 30% Umsatzrückgang, die wir im Jahr 2009 hatten. Die Wirtschaftskrise kam. Natürlich, wir konnten noch nicht mal die Vorteile sehen, die das Lean Management uns gebracht hatte. Weil wenn Sie nichts zu produzieren haben, können Sie auch nicht die Einsparungen wahrnehmen. Aber das Gute an der Wirtschaftskrise war, wir hatten Zeit. Ne? Und Zeit zum Lesen zum Beispiel. Ne? Und dann haben wir uns das Buch von Mike Rother geholt und haben dieses Buch, das ich finde es sehr bibliophil. Andere sammeln Autos, ich sammle Bücher, muss ja auch nicht alle lesen, aber das habe ich gelesen. Und wir haben dann dieses Buch, haben meine Mitarbeiter geschenkt bekommen. Die sind nicht den Danaher geschenkt, nannte man das, glaube ich, bei den alten Griechen. Also die haben das geschenkt bekommen und damit ich eine Kontrolle habe, dass die es auch lesen, habe ich gleich einen 5-tägigen Workshop gemacht. Ja. Und wir hatten ja nichts zu tun, Kurzarbeit haben wir vor Weihnachten und kurz nach Weihnachten haben wir 5 Tage lang dieses Buch workshopmäßig gearbeitet. Also die sehen wirklich gut bearbeitet aus. Ich habe mich mit Textmarker und so, habe mich überzeugt, die haben das wirklich alle durchgearbeitet. Und wir haben das gelesen und haben da den Coaching und den Verbesserungsprozess von Toyota kennengelernt. Das Mentee-Konzept und wir sagten, ja, das ist es, das wollen wir.
Vielleicht haben Sie auch Kunden, die ein total chaotisches und unberechenbares Bestellverhalten zeigen. Die meisten unserer Kunden haben wir wirklich gut erzogen. Sprich, sie fixieren ihre Bestellung 6 bis 8 Wochen vor Liefertermin. Aber nicht bei allen Kunden waren wir so erfolgreich. Deshalb haben wir uns entschieden, uns in Richtung dieser Kundenwünsche zu orientieren und uns in diese Richtung ein Ziel zu setzen. Um Ansatzpunkte zu finden, haben wir den Wertstrom gemeinsam mit unserem Berater Gerd Aulinger aufgenommen. Als wir den Ist-Wertstrom aufgenommen hatten, definierten wir den Soll-Wertstrom. Und aus dieser Differenz zwischen Ist- und Soll-Wertstrom ergaben sich verschiedene Handlungsfelder, die Sie hier sehen. Jedes dieser Handlungsfelder wollten wir mit der Verbesserungskarte bearbeiten, beziehungsweise bearbeiten es auch mit der Verbesserungskarte. Damit man coachen kann, braucht man Zielzustände. Das Formulieren von Zielzuständen ist eine mühsame Arbeit, die auch uns nicht sofort gelungen ist. Es geht darum, ganz genau auszudrücken, was erreicht werden soll. Denn wenn man das Ziel nur ungefähr vage kennt, wäre es kein Wunder, wenn dieses Ziel auch nur ungefähr erreicht wird. Wir haben uns also Rahmenbedingungen gesetzt, innerhalb derer wir die Verbesserung erreichen wollen. Denn im Grunde ist eigentlich jedes Ziel ohne Probleme zu erreichen, hätte man genügend Personal, genügend Zeit und genügend Geld, also überhaupt Mittel in Hülle und Fülle zur Verfügung. Erst durch diese Einschränkungen, die man sich durch die Rahmenbedingungen des Zielzustandes setzt, wird man dazu gebracht, neue elegante Ideen zu finden. Das Setzen von Grenzen fordert also heraus, Neues zu entdecken. Keine Sorge, der hübschere Teil der Firma wird gleich wieder in Erscheinung treten, aber kurzes Intermezzo. Ich möchte Ihnen Zielzustände mal erklären an einem Beispiel, das hat eigentlich gar nichts mit unserer Welt zu tun. Dazu will ich Sie mal kurz nach Brasilien entführen. Im Jahr 1995 war das brasilianische Eisenbahnnetz total marode. Der Staat hat es eingesehen und hat dieses Eisenbahnnetz verkauft. In den 3 südlichen Bundesstaaten Brasiliens hat die Firma ALL die Lizenz bekommen. Das war die Tochter von einer anderen Firma und die haben dann eine Gesellschaft gegründet. In der Anfangsbilanz waren 30.000 Real Barmittel drin. Das sind ungefähr 60.000 Euro damals gewesen. Also können Sie sich vorstellen, es war ein Eisenbahnunternehmen. Das Streckennetz so groß wie das ganze deutsche Streckennetz, 30.000 Real in bar. Wenige Tage später, als diese Firma ihre Betriebstätigkeit aufgenommen hatte, kommt einer der Manager und sagt, da ist eine Brücke in unserem Streckennetz, die muss unbedingt saniert werden, kostet 5 Millionen Real. 5 Millionen Real, woher denn nehmen? Ja? Und das war nicht der Einzige, der kam, der Sanierungen haben wollte. Also hat man bei ALL ganz schnell ein kleines, aber sehr feines Regelwerk aufgestellt. Mit 4 kurzen, knappen Regeln. Die lauteten, erhöhe die Einnahmen, minimiere die Vorlaufkosten, schneller ist besser als das Beste, und verwende, was dir zur Verfügung steht. So etwas Ähnliches in abgewandter Form haben wir ganz oft in unseren Zielzuständen drin. Und ein anderes großes Problem, was ALL zum Beispiel hatte, war, die Schienen waren in einem maroden Zustand. Die Lokomotiven konnten auf vielen Streckenabschnitten nur 20 km/h fahren. Es gab übrigens damals noch 20 Dampflokomotiven, 1995, nicht 1895, auf dem brasilianischen Netz. Und die Schienen mussten unbedingt ersetzt werden, damit die Leistung bringen konnten, damit die Einnahmen erhöhen konnten. Dann hat man überlegt, okay, aber Geld gibt es nicht, was machen wir denn bloß? Dann kommt einer der Leute und sagt, Mensch, wir haben Massen von stillgelegten Bahnhöfen im Netz. Das sind Schienen, die sind noch nicht mal deutsch strapaziert, weil im Bahnhof fahren die Züge ohnehin langsam. Ne? Also gesagt, getan, hat man die ganzen Bahnhöfe, die Schienen demontiert und hat sie dorthin gebracht, wo die Schienen im desolatesten Zustand waren. Super, ganz einfache Regeln und die wären nie auf die Idee gekommen, hätten die Kohle gehabt. Zum Glück, kann man sagen, hatten die keine Kohle. Innerhalb dieses Themas des Wertstroms, also dieser 3 Tage Durchlaufzeit, kommen wir auch auf das Thema der Randwickler. Wir produzieren Rollenware und bei Rollenware ist es üblich, dass der linke und rechte Rand geschnitten wird. Das ist in der Papierindustrie, so in der Folienindustrie und eben auch in der Textilindustrie, der wir angehören. Dieser Rand wird üblicherweise gehäckselt und mit Hilfe von Druckluft in Container geblasen. Gelege eignet sich nicht zum Häckseln, weshalb es bei uns sogenannte Randwickler gibt. Dort wird der Rand, also dieses beschnittene Gelege, aufgewickelt und wenn eine bestimmte Menge erreicht ist, muss dieser Randwickler von Hand geleert werden. Zu diesem Thema Randwickler haben wir uns einen Zielzustand gesetzt.
Die Anzahl der Leerungen des Randwicklers je Rolle sollte reduziert werden. Aktuell 2 bis 3 Leerungen, Ziel 1 Leerung. Außerdem, weil der Randwechsel auch nicht ganz ungefährlich war, haben wir diesen Wechsel, also bei diesem Wechsel die Maschinengeschwindigkeit auf 10 Meter reduziert. Als Ziel hatten wir bei voller Maschinengeschwindigkeit, sprich bei 50 Meter pro Minute, den Randwechsel durchzuführen. Die Leerung dauert aktuell 3 Minuten. Diese Zeit soll beibehalten werden und sie wird von einem Mitarbeiter durchgeführt und die ganze Verbesserung findet an der Maschine 10 statt. Wir haben also definiert, was sich ändern soll und was gleich bleibt. Die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Verbesserung erfolgen kann, sind gesetzt. Zu jedem Treffen gehören 5 Fragen, also zu jedem Coaching-Treffen gehören 5 Fragen. Die 5 Fragen helfen den Mentor, Struktur in das Ganze zu bringen und zu sehen, wo der Mentee steht. Die erste Frage, wie wir heute schon gehört haben, lautet: Was ist der Zielzustand des Prozesses? Wir kamen uns auch komisch dabei vor, wie auch schon erwähnt, diese selbst oder scheinbare Selbstverständlichkeit wirklich bei jedem Coaching wiederzukäuen. Wir haben aber gesehen, also nicht nur diese Übung, dass man das als Routine übernimmt, sondern auch dieses Wiederkäuen macht Sinn. Es ist eigentlich auch kein Problem, weil innerhalb von ein paar Sekunden ist es wiedergegeben. Aber Zielzustände, wenn man sie nicht regelmäßig wiederholt, können sich verselbstständigen. Plötzlich arbeitet man an einem ganz anderen Thema, als man also ursprünglich durch diesen Zielzustand eigentlich vorgesehen hat. Deshalb ist es wirklich gut, wenn man den Zielzustand bei jedem Coaching wiederholt. Die zweite Frage: Was ist der aktuelle Ist-Zustand des Prozesses? Aktuell heißt, dass der Mentee wirklich immer wissen muss, wo der Prozess steht. Dazu muss er Zahlen erfassen oder Diagramme erstellen. Das mag vielleicht im ersten Moment wirklich als Mehraufwand erscheinen, ist aber wichtig, damit man weiß, wo man steht und was aufgrund dessen der nächste Schritt ist. Was hindert Sie daran, den Zielzustand zu erreichen? Welches Hindernis gehen Sie als nächstes an und was ist deshalb der eine nächste Schritt? Innerhalb der 4. Frage startet ein PDCA-Zyklus. Und die letzte Frage lautet eben: Bis wann können wir uns ansehen, was Sie aus dem letzten Schritt gelernt haben? Im Zielzustand haben wir eine Differenz. Wenn wir uns das anschauen, die Anzahl der Leerungen je Rolle ist bei 2 bis 3, Ziel bei 1 Leerung. Aufgrund dieser Differenz hat sich der Mentee die ersten Gedanken gemacht, wie er sich dem Zielzustand nähern könnte. Er dachte sich, dass das Volumen des Randwicklers an und für sich ausreichend sei, aber eine ungeordnete Wicklung dieses Randes dazu führt, dass das Volumen nicht genutzt werden kann. Insofern hat er sich gefragt, wie könnte er es hinbekommen, eine gleichmäßigere Wicklung zu erzeugen. Ihm kam dann die Idee, beim Aufwickeln zu changieren. Sprich, der Rand wird hin und her bewegt und so kann man die volle Breite des Randwicklers nutzen. Damit Sie sich eine Changierung etwas besser vorstellen können, die fährt einfach hin und her und nutzt so die ganze Breite des Randwicklers aus. Wenn der Mentor vielleicht vor einiger Zeit, einigen Jahren oder nur einigen Wochen so eine Changierung schon einmal getestet hat, ist er jetzt gut beraten, sich mit Empfehlungen oder der Schilderung seiner Erfahrungen zurückzuhalten. Denn es ist wirklich keineswegs zwingend, dass ein Experiment jedes Mal misslingen muss. Nur weil es von einer bestimmten Person durchgeführt, in einer bestimmten Art und Weise durchgeführt, misslungen ist. Also Fehlschläge dürfen keine Fesseln des Fortschritts sein. Der Mentee hat also diesen ersten PDCA durchgeführt. Mithilfe einer Changierung hat er als Hypothese eben aufgestellt, können 3500 Meter Rand auf den Randwickler gewickelt werden und so wird die volle Breite des Randwicklers auch wirklich genutzt. Das Ganze hat er in die Realität umgesetzt, also er hat diese Changierung eingebaut. Er hat dann gesehen in Check, eine Changierung an sich am Randwickler funktioniert. Die volle Breite des Randwicklers wird auch wirklich genutzt, so wie er sich es gedacht hat, aber das Volumen ist immer noch nicht ausreichend. Statt diese 3500 Meter bekommt er nur 2000 Meter auf den Randwickler. Und beim Ausprobieren hat er gesehen, die Wicklung sieht recht unregelmäßig aus. Insofern wollte er die Changierung beibehalten, aber an der Regelmäßigkeit der Wicklung arbeiten.
Um eine regelmäßigere Wicklung herzustellen, hat er sich überlegt, dass er diese Changierung langsamer machen könnte und die Wicklung dadurch regelmäßiger wird. Und dann 3500 Meter Rand auf diesen Randabfall gehen. Diese langsamere Changierung hat er in die Realität umgesetzt und als er dann diesen Zustand betrachtet hat, hat er gesehen, also eine langsamere Changierung an sich funktioniert bei unseren Randwicklern, geht genauso und die Anforderungen an die Regelmäßigkeit sind auch jetzt wirklich erfüllt. Aber leider, der Rand, also es können immer noch nicht 3500 Meter aufgewickelt werden, sondern nur 2200 Meter. Insofern hat er sich überlegt, die Changierung möchte er an sich beibehalten, aber er muss weiterhin an Volumen dieses Randwicklers arbeiten, damit er seinen Zielzustand erreichen kann. Die Randwickler an sich sind eigentlich relativ einfache Geräte. Sie haben einen Antriebsmotor und sie haben links und rechts zwei begrenzende Scheiben. Er hat sich jetzt überlegt, dass durch eine Vergrößerung des Durchmessers dieser Scheiben mehr Rand auf den Randwickler gehen. Jetzt könnte man sich fragen, warum er beim zweiten PDCA nicht auch gleich größere Scheiben eingebaut hat. Er wäre doch eigentlich schneller gewesen, hätte in einem Schritt beides verbauen können, hätte dann sofort gesehen, was los ist. Aber das würde dem Konzept der fünf Fragen widersprechen, denn es soll immer nur ein nächster Schritt gemacht werden und wenn man nur einen Faktor verändert und nicht zwei oder drei, ist ein klarer Ursache-Wirkungszusammenhang herstellbar, der so nicht herstellbar wäre. Er hat also wieder einen PDCA gemacht. Sein Plan war, durch größere Begrenzungsscheiben 3500 Meter Rand auf den Randwickler zu bekommen. Die größeren Begrenzungsscheiben hat er eingebaut. Er hat den Test mit diesen Begrenzungsscheiben gemacht. Und den Check hat er gesehen, größere Begrenzungsscheiben an sich funktionieren bei dem Randwickler und 3500 Meter Rand können auf den Randwickler gewickelt werden. Somit ist nur eine Leerung pro Rolle nötig, weil immer eine Rolle 3500 Meter hat. Jetzt will er diese Begrenzungsscheiben beibehalten, aber er hat noch weitere Hindernisse. Man hat gesehen, der Zielzustand hat ja noch mehrere Ebenen, die er auch noch erreichen muss. Das Schwerste für den Mentor an sich ist es, sich zurückzuhalten, sprich keine Lösungsvorschläge zu geben. Was erreicht werden soll an sich, oder die Lösung, wie es erreicht werden soll an sich, ist zwar in der Regel unbekannt, also auch der Mentor weiß es nicht, aber innerhalb dieser vielen kleinen PDCA-Schritte fallen eigentlich jedem irgendwelche Tests ein, die man durchführen könnte. Und da muss man sich wirklich zurückhalten, nicht zu sagen, ach, das könnte es doch testen oder das, sondern wirklich nur die fünf Fragen und nicht vorgeben, was zu tun ist. Warum soll dieses lösungsfreie Führen gemacht werden? Der Menti soll zum Problemlöser entwickelt werden. Wir haben heute schon gehört, irgendwas erzielen kann man eigentlich nur, wenn man wirklich üben darf. Insofern muss man den Menti üben lassen. Wenn der Mentor vorgeben würde, wie der Menti was zu machen hat, würde er ihm auch jegliches Erfolgserlebnis nehmen. Denn Erfolgserlebnisse sind das, was den Menti dann antreibt, weiterzumachen und was ihm auch richtig Spaß bereitet. Als unser Berater Gerd Aulinger zu uns sagte, wir müssten zweimal oder sollten zweimal täglich coachen, können Sie sich die Einwände vorstellen, denn Mentor und Mentee hatten auch schon davor wirklich einen vollen Tagesplan. Finden diese Treffen allerdings nicht regelmäßig statt, kann man sehr schön beobachten, was passiert. Die Schritte werden zu groß gewählt, eine widerlegte Hypothese stellt nun ein echtes Problem dar. Sind die Schritte hingegen klein, muss es nicht unbedingt sofort die Lösung sein. Es ist völlig ausreichend, wenn man in einem Schritt den Prozess besser versteht. Und unregelmäßige Treffen führen auch dazu, wollen wir das zum Schluss machen? Okay. Und unregelmäßige Treffen führen auch dazu, dass man Schritte gleichzeitig macht. Das Coaching dient, wenn man sich so unregelmäßig trifft, auch oft nur noch dazu, dass der Mentee den Mentor aufklärt, was er gemacht hat, warum er es gemacht hat, wie er es gemacht hat. Und diese Coaching-Routine mit den fünf Fragen kann wirklich nicht mehr eingehalten werden.
Aktuell haben wir 16 Coachings im Unternehmen und wir streben an, diese Coachings auch wirklich zweimal täglich durchzuführen. Was in Summe 160 Menti-Mentor-Interaktionen pro Woche ergibt. Darüber, ob diese Coachings auch tatsächlich stattgefunden haben, führen wir mit einer einfachen Liste Buch. Wenn wir zum Fadenleger gehen, Montagvormittag, rot, nicht stattgefunden. Nachmittag, grün, stattgefunden. Dienstagvormittag, rot, nicht stattgefunden. Dienstagnachmittag, grün, stattgefunden. Und am Mittwoch, blau, war entweder der Mentor oder der Mentee komplett abwesend, weshalb das Coaching auch nicht stattfinden konnte. Aktuell liegen wir bei den roten Kästchen, also Coaching aus Zeitmangel, nicht stattgefunden, bei 15%. An der Verbesserung dieses Werts arbeiten wir. Da wir innerhalb dieses Coachings natürlich noch Anfänger sind, wir haben keinen in der Firma, der jahrelang schon Coach ist, haben wir uns überlegt, wie wir lernen könnten. So haben wir uns entschlossen, einmal pro Monat ein Mentorentreffen durchzuführen. Bei diesem Treffen werden 4 Coachings ausgewählt und die werden vor Ort betrachtet. Und anschließend tauschen wir uns über unsere Eindrücke aus. Dazu müssen wir 4 Fragen. Was ist uns aufgefallen? Was war gut? Was ist zu verbessern? Und was konnten wir lernen? Manchmal fragen wir auch den Menti im Anschluss, wie er sich gefühlt hat, wie er das Coaching empfand. Und wenn wir mit diesen 4 Coachings vor Ort fertig sind, gehen wir zurück ins Besprechungszimmer und fassen gemeinsam unsere Erkenntnisse zusammen, was wir aus diesen 4 Coachings lernen konnten. Ja, ich hatte schon erwähnt, dass wir einen gelegten Fließverbund herstellen, aus dem dann Bitumendachbahnen hergestellt werden. Unsere Kunden, Sie kennen das wahrscheinlich auch, die bestellen nicht so, wie wir gerne liefern würden. Es passt irgendwie nie zu den Kunden und Lieferant, sage ich nichts Neues. Und ein Kunde, der war also total chaotisch. Und dann hatten wir uns vorletztes Jahr überlegt, wie kriegen wir das in den Griff? Und haben wir gedacht, ja, machen wir eben eine Lösung für den Kunden. Da haben wir das mit Herrn Aulinger besprochen. Und das Projekt wurde dann etwas modifiziert. Nachdem wir durchschnittlich 28 Tage Durchlaufzeit für einen Auftrag hatten, dieses Produktes, haben wir das umgewidmet und haben gesagt, wir wollen das schaffen in 3 Tagen. Was machen wir? Wir stellen auf einer Maschine ein Gelege her und wir stellen dann in einem nächsten Schritt ein paar Tage später auf der Kaschiermaschine den Verbund her. Jetzt haben wir als Kirson uns einen wirklich guten Ruf erwirtschaftet, dass wir sehr, sehr liefertreu sind. Ich behaupte mal, dass 98% unserer Lieferungen immer pünktlich sind, auch wenn der Kunde noch kurzfristig die Termine verschiebt und im schlimmsten Fall vorzieht. Wie haben wir das geschafft? Indem wir mit riesen Lagerbeständen gearbeitet haben. Also wir haben Gelege gefertigt, haben einen riesen Puffer eingeplant, eine Woche, das Zeug kam ins Lager, reifte sozusagen und dann zu einem bestimmten Termin wurde dann kaschiert und da war dann auch nochmal ein Puffer dahinter von fast einer Woche, dass das vom LKW und dann endlich zum Kunden geht. Und so kamen halt 28 Tage Durchlaufzeit zusammen. Und das kann natürlich nicht sein, erstmal wegen Kapitalbindung und wir wollten ja besser werden. Und diesen Wertstrom, den Sie eben gezeigt hatten, das war eben der Sollwertstrom für dieses Projekt 3 Tage Durchlaufzeit. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten oder wir haben noch ein zusätzliches Problem. Die Kaschiermaschine fährt mit 50 Metern die Minute, unsere Gelegemaschinen aber leider nur mit 15 Metern die Minute. Und wer von Ihnen rechnen kann, sieht also, dass die Gelegemaschine mehr als 3-mal so lange produziert wie die Kaschiermaschine. Aber wir wollten ja irgendwie einen Fluss reinkriegen. Also gab es im Prinzip 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre es gewesen, 3 Gelegemaschinen in die Konstruktion, die wir benötigen, zu rüsten und auf 3 Gelegemaschinen parallel das Gelege herstellen, was im zweiten Schritt kaschiert werden soll. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, auf 3 Gelegemaschinen unterschiedliche Gelege herstellen und auf der Kaschiermaschine dann alternierend diese 3 Aufträge parallel zu fertigen. Also Rolle 1 des ersten Auftrags, dann Rolle 1 des zweiten Auftrags, dann Rolle 1 des dritten Auftrags und dann weiter mit der zweiten, des ersten, zweiten, dritten Auftrags. Denn dann würden wir an der Kaschiermaschine nur rüsten müssen, Breitenänderungen und sowas, aber die Rüstung dort dauert auch nur 5 bis 10 Minuten. An der Gelegemaschine liegen wir bei 3 Stunden, wenn es wirklich gut klappt, so richtig drin haben wir es ja noch nicht. Also haben wir uns für die leichtere Alternative entschieden, nämlich nicht das Gelege auf 3 Gelegemaschinen zu produzieren, sondern auf 3 Gelegemaschinen parallel zu produzieren.
Dann haben wir vor Weihnachten, wir haben um Weihnachten herum immer eine auftragsschwache Zeit, weil auch unsere Kunden, Endkunden, unsere Kunden, die Dachdecker, in der kalten Jahreszeit nicht arbeiten können, haben wir einen Großversuch durchgeführt. Wir haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus, diese Umstellung, nach diesem neuen Wertstrom zu arbeiten. Und haben das einfach eine Woche lang gemacht. Die anderen Maschinen standen sowieso alle schon. Und ehrlich gesagt, das ist super gelaufen. Also das hätten wir uns vorher nicht gedacht, dass das so schön laufen könnte. Und dann kam natürlich im Januar, Februar die Auswertungsphase. Die Kunden kamen, dieses Jahr hat sehr gut gestartet. Und es war natürlich wieder viel Arbeit da. Anfang Mai war dann endlich unser Coach oder unser Berater wieder da. Wir präsentierten die Ergebnisse. Und dann kam natürlich die Frage, ja und, wann stellt ihr jetzt um auf das neue System? Der Wertstrommanager überlegte kurz, sagte dann, naja, so ab Mitte September würde ich es mir zutrauen, weil ab dann wird es wieder weniger mit den Aufträgen. Herr Aulinger, der ist fast in Ohnmacht gefallen. Ne? Und gut, aber egal wie er sich angeht, hat ein bisschen Show abgezogen, das machen der Berater gerne. Und aber das hat mein Wertstrommanager, ist ein ziemlich kräftiger Mensch, den kann man nicht so leicht in Erschütterung bringen. Den hat das nicht beeindruckt, dass der da so ein bisschen rumgezappelt hat. Und so kräftigere Menschen ruhen ja in sich selber. Ne? Also man hat ihm nichts angemerkt. Wahrscheinlich hat es ihn aber doch beeindruckt. Denn ungefähr eine Woche später, Herr Aulinger war nach Hause gefahren, kam er wieder und sagte, Herr Göhl, wir machen das jetzt. Und nächste Woche haben wir umgestellt. Keine großen Pläne, keine grünen Tischsitzungen, nichts, einfach umgestellt nächste Woche. Was glauben Sie, was passiert ist? Eben, fast nichts. Also es ist schon was passiert. Hier ein kleines Problemchen, da ein kleines Problemchen. Aber ehrlich gesagt, die großen Probleme, die wir vorhergesehen hatten, Prozess war nicht perfekt. Aber das Dolle war, wir hatten ja alle Probleme bisher in unseren Lägern versteckt. Ne? Ich hatte Ihnen gesagt, eine Woche liegt das Gelege im Lager, bevor es kaschiert wird. Ja, wenn die mal einen Tag länger gebraucht hatten, dann lag es halt nicht eine Woche im Lager, sondern 4 Tage im Lager. Aber dann musste ja keiner der Produktionsleitung melden. Wir hatten ja übrigens ein Problem mit der Maschine, sollte man sich mal drum kümmern. Weil es war ja alles rechtzeitig, war kein Kunde, der schrie. Und wenn die Kunden nicht schreien, dann gibt es auch keinen Grund zu agieren. Ja? Jetzt plötzlich kein Lager mehr. Jedes kleine Problem, ja? Jedes kleine Problem wurde sichtbar. Wir hatten vor 2 Jahren mit roten Fahnen an den Maschinen angefangen. Da sollten die Mitarbeiter die immer raushängen, wenn sie Probleme hatten. Wir brauchen keine roten Fahnen mehr, weil die schreien, weil die wissen, die nächste Maschine wartet und überhaupt, das soll dann bald auf den LKW drauf. Und jedes Problem wird jetzt gemeldet. Früher gab es keinen Grund, Probleme zu melden. Wir haben nicht mehr Probleme als früher, nur jetzt sehen wir sie. Warum? Weil wir den Mut hatten, endlich umzusetzen. Also der neue Prozess ist noch nicht perfekt, aber es hat sich gelohnt. Und das hat uns so viel Mut gegeben, dass wir jetzt vor wenigen Wochen mit einem weiteren Projekt, ohne lange darüber nachzudenken, also nicht, dass Sie jetzt denken, wir wären fahrlässig geworden oder so, aber wir hatten die Idee, weil wir ja im 24-Stunden-Betrieb 5 Tage lang arbeiten, dass wir die innere betriebliche Logistik jetzt auf 24 Stunden umstellen. Bisher waren die innerbetriebliche Logistik nur 10 Stunden am Tag da. Wir haben jetzt Sherpas eingeführt und Sie glauben gar nicht, was die in der ersten Woche alles schon an Problemen entdeckt haben. Ne? Früher ist das auch irgendwie im Prozess untergegangen. Und bevor ich wieder an meine schönere Hälfte abgebe, möchte ich Ihnen noch ein Beispiel einer anderen Firma erzählen. Sie kennen die Deutschen hier alle, ITT, wir kennen das alle, die Älteren unter uns noch als Radiohersteller, ITT Schaub-Lorenz. Die Firma gibt es ja immer noch, auch wenn es die Radios nicht mehr gibt. Und ITT, die stellen unter anderem Wasserpumpen her. Und ich habe vor kurzem ein Video gesehen über ITT und da wird erklärt, wie die Entwicklungen machen. Die machen Entwicklungen mit Prototypen. Also morgens um 8 Uhr haben die Entwicklungssitzung, da sind die Entwickler drin und da ist ein Zeichner drin, ein Konstrukteur drin, dann diskutieren die, wie soll die neue Wasserpumpe aussehen und dann haben die um 10 Uhr das Meeting vorbei oder was und dann gehen der Konstrukteur und die Zeichner hin und basteln am Nachmittag einen Prototyp. Vielleicht sitzen die schon am Nachmittag wieder zusammen, nehmen diesen Prototypen in die Hand, betasten den, beschauen den, analysieren den oder am nächsten Tag. Und ITT ist sich sicher, dass sie die Entwicklungszeiten für Wasserpumpen, seitdem sie so arbeiten, also mit Prototypen arbeiten, drastisch reduziert haben. Und was machen wir, indem wir den Mut haben, loszulegen, indem wir den Mut haben, einfach umzusetzen, anstatt noch ein Risiko mental durchzugehen und noch eins,
Wir machen eigentlich das Gleiche wie ITT. Wir arbeiten endlich am lebenden Projekt. Das ist wie Medizinstudenten, die plötzlich in der Realität im Operationssaal sitzen. Ja, bisher immer an Toten rumschnippeln und jetzt plötzlich, da darf da nicht mehr so viel schief gehen, an Lebendigen. Und das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile, nach der Kata zu arbeiten. Nicht ewig immer abwägen und zu warten, sondern endlich mal loslegen und weitergucken. Probleme kommen von selber, aber das Tolle ist, die Lösungen, die kommen auch von selber. Was uns auffällt, werden wir noch lernen. Wir arbeiten nicht mehr einfach drauf los, sondern kümmern uns wirklich um die Hindernisse, die uns vom Zielzustand abhalten. Durch das, dass wir ein klares Ziel vor Augen haben, gehen alle unsere Aktivitäten wirklich in diese Richtung. Wir sind auch wirklich wesentlich schneller im Verbessern geworden. Wir sind deutlich beweglicher und das Ganze ödet uns nicht mehr so sehr an, sondern bereitet sogar sehr viel Spaß. Vielleicht kennen Sie das Buch Mythos Motivation von Reinhard Sprenger. In diesem Buch stellt er fest, dass Mitarbeiter grundsätzlich motiviert sind. Dementsprechend können Vorgesetzte tun, was sie wollen, sie können nicht motivieren. Sie können allenfalls Demotivation vermeiden. Demotivation vermeiden kann man, wenn man Aufgaben stellt, die ein Motivationspotenzial bergen. Laut Thomas Hochgeschurz, der mit dem Tesa-Werk in Offenburg den Wettbewerb Fabrik des Jahres 2008 gewann, ist das Motivationspotenzial von Aufgaben hoch, wenn 4 Punkte erfüllt sind. Das Motivationspotenzial von Aufgaben ist hoch, wenn Sie erklären, warum eine Aufgabe zum großen Ganzen beiträgt. Durch das, dass wir unsere Zielzustände aus der Differenz zwischen Ist- und Sollwertstrom ableiten, kann jeder klar erkennen, was sein kleines Projekt zum großen Ganzen beiträgt. Die meisten Projekte greifen ineinander. Das Motivationspotenzial von Aufgaben ist hoch, wenn Sie den Mitarbeitern Freiraum für die Erledigung der Aufgaben einräumen. Wir führen lösungsfrei. Innerhalb dieser Zielzustände haben die Mitarbeiter die Freiheit, die Lösungen selbst zu entwickeln und selbst die Schritte zu wählen, zum Zielzustand zu kommen. Das Motivationspotenzial von Aufgaben ist hoch, wenn Sie Routineaufgaben mit wertschätzenden Aufgaben ergänzen. Die meisten unserer Mentees führen tagtäglich viele Routineaufgaben aus. Durch Entdeckungen und Erfindungen, deren Wichtigkeit und Tragweite auch ohne explizites Lob erkannt werden kann, geben wir den Mitarbeitern Wertschätzung. Und diese Wertschätzung erhalten Sie innerhalb dieser Coachings. Das Motivationspotenzial von Aufgaben ist hoch, wenn Sie Rückmeldung zur erbrachten Leistung geben. Wir schließen jedes Coaching formal ab. Wir berichten über die Coachings in Infoveranstaltungen, in monatlichen Infoveranstaltungen. Wir haben begleitende Dokumente zu Coachings, die die Mentees zwar meistens selber erstellen. Und insofern hat jeder Mentee Rückmeldung über seine Leistung, die er erbracht hat. Aber Sie wissen ja, der Prophet im eigenen Land gilt nichts. Und wenn Sie von Ihrem Chef gelobt werden, der vielleicht auf dem Kurs war, wo er gelernt hat, dass er die Leute motivieren kann, wenn er lobt, ne, dann gilt auch das Lob durch den Chef irgendwann nichts mehr. Also haben wir gedacht, wie können wir das eskalieren? Ne? Und deshalb führen wir seit 2-3 Jahren Lean Management Praktikertage durch. Da können unsere Geschäftspartner, aber auch interessierte andere Unternehmen kommen. Und bei diesen Lean-Management-Praktikertagen, da lassen wir unsere Mitarbeiter, die Verbesserungsprojekte durchgeführt haben, ihre Verbesserungsprojekte präsentieren. Sie sehen hier zum Beispiel einen unserer Schichtführer, der eine ziemlich tolle Erfindung gemacht hat, weil wir haben das jetzt nicht so rausgearbeitet, aber genau dazu führen ja die Zielzustände und das Arbeiten nach der Kata, dass man jede Menge Erfindungen macht. Der hier im März diesen Jahres zum Beispiel einer Gruppe von 20 Leuten seine Erfindung, seins präsentiert hat. Und die staunen ganz schön, die Gäste. Und das ist ja nicht der Chef, der vielleicht auf dem Kurs war, sondern das ist echte, wahre, externe Anerkennung. Also das machen wir zum Beispiel auch. Und jetzt, ich hoffe, wir sind noch gut in der Zeit. Ich weiß nicht, ob einer mitgecheckt hat, so gefühlsmäßig, wir haben so eine innere Urlaub, müsste ich eigentlich noch gut in der Zeit? Nein? Okay, ich muss jetzt das machen, ein Versuch mit Ihnen. Und Sie werden denken, dass das Versuch, was Mike Rother heute Morgen gezeigt hat, das Experiment ist das gleiche, was der Mike gezeigt hat. Es ist es nicht. Also bitte machen Sie mal ein Reset in Ihrem Brain. Ja? Ich werde Ihnen jetzt gleich eine Zahlenreihe zeigen. Und es gibt eine Regel für diese Zahlenreihe.
Es geht nicht darum, unbedingt diese Zahlenreihe fortzuführen. Sie sollen die Regel, die dieser Zahlenreihe zugrunde liegt, herausfinden. Und ich habe die Lösung aufgeschrieben hier, damit Sie nicht den Eindruck haben, ich lege sie dann rein nachher, ich kann Ihnen das zeigen. Also ich zeige Ihnen die Zahlenreihe und die ist ziemlich einfach, also leider ist es die gleiche, wie Mike hatte. Und ja, und Sie können mir eine Zahl nennen und ich sage Ihnen, passt auf die Regel. Oder ich antworte Ihnen, passt nicht auf die Regel. Sollte jemand dieses Experiment kennen, bitte ich den oder diejenige, sich jetzt zurückzuhalten, weil es geht darum, dass Sie was lernen. Und ich denke, Sie werden was lernen. Es ist nicht das Gleiche, was Mike heute Morgen gemacht hat. Also, so sieht die Zahlenreihe aus. 2, 4, 6. Sie können mir Zahlen nennen und ich sage Ihnen, ob das auf die Regel, die in meinem Kopf ist und auf diesem Blatt Papier steht, ob das stimmt. Wer möchte mir mal einen Vorschlag machen? 124. Passt auf die Regel. 4? Passt nicht auf die Regel. 10. Passt auf die Regel. Yes. 7. Was war die letzte? 7. Was war die davor? 7. Passt nicht auf die Regel. 6. Passt nicht auf die Regel. 2. Was ist jetzt? 2 oder 12? 2. 2 passt nicht auf die Regel. Jetzt 12? Passt auf die Regel. 3. Passt nicht auf die Regel. 5. Passt auf die Regel. Ich habe die Lösung. Bitte? Sie sagen einmal ja und dann mal nein. Falsch. Okay, was war die letzte? 5 oder so? Drei. Nee, da war... Sie sagen immer ja, dann gerade Zahlen. Nein, das stimmt nicht. Machen Sie mal weiter. Also die letzte Zahl ist 5. Ich habe 5 geboten. Nächste Zahl? 40. Passt. Sechs. Passt nicht. 7. Passt. Pi. 8. Passt. 8 passt, nicht Pi. Nur ganze Zahlen bitte. 15. Passt. Okay, ich breche es hier ab wegen der Zeit. Es ist so, also wenn ich heute Morgen Mike Rother dieses Experiment gemacht hätte, was wäre die nächste Zahl gewesen, die sie genannt hätten? 8. Was hätte ich gesagt? Passt auf die Regel. Was wäre die nächste Zahl gewesen, die Sie geantwortet hätten? 10. Und ich hätte gesagt, passt auf die Regel. Und dann hätte sich einer vorgetraut von Ihnen und hätte gesagt, die Regel lautet, erhöhe je um 2. Und dann hätte ich gesagt, das ist nicht die Regel. Denn die Regel lautet, die nächste Zahl muss höher sein als die vorherige. Passt, jetzt passt, können Sie sich erinnern, das passt schon, wie ich es gesagt habe. Haben Sie aber nicht genannt. Das nächste Mal bitte mutiger sein. So. Aber worum geht es bei dem Experiment? Was wollte ich Ihnen zeigen? Sie haben einen typischen Fehler gemacht. Sie haben eine Hypothese aufgestellt und Sie haben die Hypothese zu verifizieren versucht. Ja Mensch, wieso verifizieren Sie denn Ihre Hypothesen? Was hätten Sie getan, wenn Sie stattdessen sich zum Prinzip machten, das sollten Sie ab heute, ab diesem Vortrag, Ihre Hypothesen erstmal zu falsifizieren? Was hätten Sie dann gesagt? Bitte, Vorschläge. 2, 4, 6. Was hätte man dann gesagt, wenn man falsifizieren möchte? 7 zum Beispiel. Und was hätte ich gesagt? Passt auf die Regel. Und was hätten Sie gewusst? Dass das, was Sie insgeheim dachten, falsch ist. Stattdessen, Sie, es gibt Leute, die sagen bis 24, bevor sie sich trauen zu sagen, plus 2. Also was dieses kleine Experiment Ihnen zeigen soll, das ist ein Denkfehler, dem wir Menschen alle unterliegen. Das soll Ihnen nur zeigen, weil bei PDCAs arbeiten wir mit Hypothesen. Und ehrlich gesagt, meistens glauben wir, dass unsere Hypothesen funktionieren. Und wir forschen auch nur in diese Richtung. Aber wir finden die besseren und schnelleren Ergebnisse, wenn wir unsere Hypothesen zu falsifizieren versuchen. Weil die Regel plus 2 ist ja in meine Regel, die nächste muss höher sein als die vorangegangene, eingebettet. Das ist ähnlich bei Reklamationen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reklamation, Sie versuchen die Ursache herauszufinden und Sie finden die wahre Reklamationsursache vielleicht nie raus, bevor eine andere Reklamation kommt, wo das ursprünglich gefundene Schema nicht drauf passt. Vielleicht kennen Sie das aus eigener Erfahrung. Und erst dann finden Sie das raus. Sie sind ein ganzes Jahr lang einer falschen Hypothese hergelaufen, weil zufälligerweise die falsche Hypothese Teil der richtigen Hypothese war. Okay, das wollte ich Ihnen noch, das sollte der Lerneffekt für heute sein. Und ich fasse noch mal kurz zusammen, weil Sie wurden wahrscheinlich alle hier hingelockt wegen unserer Ankündigung, was wir sagen würden. Und Sie fragen sich jetzt, der hat doch gar nicht alles gesagt, was Sie angekündigt hatten. Das Problem bei solchen Veranstaltungen ist, man muss dann Entwurf machen und dann fängt man an, das Referat zu schreiben. Und das, was wir dann schreiben wollten, das passt aber nicht mehr ganz zu unseren Überschriften. Also, wenn Sie jetzt nur wegen der Überschrift gekommen sind, ich möchte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Also, ich fasse zusammen. Die Cutter als Ausweg aus der Lean-Sackgasse bei Kirson, ich glaube, das habe ich herausgearbeitet.
Wir waren irgendwo am Ende, wir glaubten nicht richtig voranzukommen. Wir sind sicher, Frau Brandl, die nächsten 5 Jahre werden wir mit Katar gut bedient sein. Also da gibt es keine Probleme mehr. Ich habe da auch eine Folie dazu, sollte die Folie auch alle zeigen. Das andere, was wir angekündigt hatten, war mit Zielzuständen aus verwildertem Garten eine Parkanlage schaffen. Das haben wir wirklich nicht herausgearbeitet. Vielleicht können Sie es verstehen. Zielzustände schränken ein. Das ist ähnlich wie ein Gärtner, der eine Rose so beschneidet, dass sie gerade hochwächst und nicht einfach auswuchert. Das ist eigentlich die Allegorie, die wir auch rausgearbeitet haben. Nur wir haben irgendwie das Beispiel dem Garten nicht reinbringen können. Lieber bald loslegen als lange abwägen. Ich glaube, das haben wir herausgearbeitet. Probieren Sie es, seien Sie mutig. Sie werden schneller vorankommen und mehr erreichen, wenn Sie es so machen. Und dass jeder Mitarbeiter mit Hilfe der Toyota Cutter ein Erfinder werden kann. Ich hoffe, das konnten wir auch herausarbeiten. Ich bin die letzten Tage zu der Überzeugung gekommen, dass das Arbeiten nach den Cutters so eine Art institutionalisierte Disziplin ist. Das Arbeiten nach den Cutters führt dazu, dass sie Disziplin institutionalisieren. Woran hapert es denn in unseren Firmen? Pläne machen, das können wir doch alle doll, ne? Nur mit der Umsetzung, mit der Disziplin, da haben wir unsere Probleme. Und ich finde, das Tollste an den Cutters ist, sie zwingen uns zu der notwendigen Disziplin. Denn sie, wie war das doch? Das meiste Ergebnis erreicht man mit Schweiß, ne? Mit Anstrengung. Und das ist das. Darum geht es. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.